dann will ich heute mal was machen, was ich noch nie gemacht habe. Willkommen zum Vlogtober oder zum Novtomberfest. Weil was ihr hier seht, ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Was ihr hier seht, ist mein tolles Spiel RuneScape und ich muss im Moment hier auf dem Tisch tanzen. Ja. Ich habe keine Ahnung, jetzt ist die Happy Hour weg. Warum, wieso? Neftumber ist hier. Ich spiele es jetzt gerade hier seit 10 Minuten oder so und habe hier auf dem Tisch getanzt. Und was ihr hier seht, ist dieses Neftumberfest. Sorry, aber ich mache mal gerade die Musik aus, das nervt. Audio Settings. Come on, come on. Ach, jetzt, wenn ich auf dem Tisch tanze, dann. Kann ich das nicht? Ja, das wollen wir dann mal aufhören. Dann machen wir die Audio-Settings mal aus, weil das nervt. Und tschakka, jetzt haben wir nur Soundeffekte. Also hier seht ihr das Dirndl und die Lederhose tanzen auf dem Tisch. Hier hinten ist ein Karussell, da kann man drauf gehen. Mir ist jetzt noch nicht ganz klar, ich habe versucht, eine Anleitung zu finden, ob man hier irgendwie Tickets ausgeben muss. Zum Spielen. Eben war Happy Hour, die ist jetzt gerade vorbei, seit 3 Minuten. Ich kann jetzt auf dem Karussell reiten, das macht auch total Spaß. Ich lade das dann gleich hoch. Ich werde das auch nicht groß schneiden. Das ist doch zauberhaft, oder? Ist das nicht genial? Wo bin ich denn da? Yay, ich reite auf dem Pferd. Ich bin wie Cleopatra aussieht. Ja, da muss ich mein Outfit noch anpassen. Das machen wir dann ein andermal. Ja, warum ich das jetzt hier mache, ich wollte ja heute mal was machen auf meinem Kanal, was ich noch nie gemacht habe. Und natürlich spiele ich jetzt seit 13 Jahren dieses Spiel, aber ich habe es noch nie mitgefilmt, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Hier seht ihr die Bierkrüge, die man trinken kann. Wo ist der Bierkrug? Da. Was ist denn, wenn ich das trinke? Bin ich dann besoffen oder so? Oder ist das alkoholfreies Bier? Das ist ein Novtumberfest-Bier. Okay, vielleicht wird man da betrunken. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist. Das gucke ich mir dann in Ruhe nochmal an. Oh, hier oben sieht man, dass ich schwach geworden bin. Ich habe irgendeinen Buff. Ich bin stärker. Aber ich treffe nicht mehr so gut. Seht ihr das hier oben? Ich weiß nicht, ob der die Maus mitfilmt. Ich hoffe doch stark. Ja, und hier tanzen jetzt andere auf dem Tisch. Und auf dem Karussell waren wir schon. Was haben wir noch? Man kann Hopfen pflücken. Okay, das ist auch sehr schön. Das wird mir Farming XP, also Landwirtschaft, Erfahrungspunkte einbringen. Ja, und ich möchte nicht nochmal gefragt werden. Jetzt kriege ich Landwirtschaftspunkte. Hier oben seht ihr, das ist mein Erfahrungspunkt. Die gehen jetzt, das sieht aus wie so eine Wasserkanne, Gießkanne. Und das ist Farming, heißt Landwirtschafts-EP. Ich spiele das Spiel auf Englisch, weil ich spiele das schon seit 13 Jahren auf Englisch. Ich hatte auch mal die deutsche Version probiert, aber das ist nicht so meins. Gibt es seit einigen Jahren auf Deutsch. Oh, jetzt habe ich den ganzen Rucksack hier voller Himmel, Hilf! Voller Hopfenblüten. Was mache ich jetzt damit? Keine Ahnung. Aber ich möchte euch auch an der epochal geilen Grafik teilhaben lassen. Jetzt machen wir die mal auf High. Weil bis jetzt war die auf Low, weil ich dann schneller spielen kann. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, oh, es ist Winter. Nein, aber so sieht es auch schon mal ganz nett aus. Und die Grafik. Ja, jetzt hängt es ein bisschen. Das liegt aber an meinem Rechner, nicht an der Internetleitung. Da kann auch RuneScape nichts für. Obwohl, es ist ein Browser-Game und mein Rechner ist 3 Jahre alt. Sorry, aber eigentlich würde ich sagen, das sollte flüssiger laufen. Aber okay. So, und jetzt soll ich Make Steens, Glassblowing. Nee, ich will kein Glasbläser sein. Jetzt müsste ich mit den ganzen. Kegger. Was ist das denn? Welcome to Kegger. Hallo Kegger. This is a game of skill. Can you keep up? Oh, jetzt soll ich ein Spiel spielen. Ich soll Leute bewirten. Oh, das konnte ich im wirklichen Leben noch nicht. Man muss die Leute happy halten. Okay. Click the entrance, um das Spiel zu beginnen. Also ich soll da jetzt reingehen und Leute bewirten. Um Gottes Willen. Agility XP ist, wie heißt das auf Deutsch? Gewandtheit, genau nennt sich das. Ob ich sicher bin, dass ich das spielen will. Aber was mache ich jetzt? Voll der Stress. Kommen jetzt Gäste oder wie?
Nee, da muss ich. Ach, guck mal, da muss ich die solche bewirten. Das ist ja einfach. Das ist ja zu einfach. Dam, dam, dam. Ich kann mir vorstellen, dass es gleich schwieriger wird, oder? Oh, guck mal, die sind unzufrieden. Hilfe, Hilfe. Mist. Oh nein, ich habe versagt. Okay, das hätte ich euch sagen können. Ich kann auch im richtigen Leben schon nicht ordentlich Leute bewirten. Oh Gott. Ja, und den Hopfen soll man irgendwo ab. Ah, da kann man den Hopfen abgeben. Das ist ja toll. Ich mach mich kaputt. Oh, ist das süß gemacht. Also, wie man sich unschwer denken kann, ist das, soll das hier das Oktoberfest sein. Und ich spiele, wie gesagt, das Spiel jetzt schon sehr, sehr lange und die hatten noch nie ein Oktoberfest. Das ist das erste Oktoberfest in diesem Spiel. Und ich liebe dieses Spiel. Und ich werde heute noch im Laufe des Tages versuchen herauszufinden, was man hier alles machen kann. Hier kann man Würstchen grillen. Oh, der Burner. Komm, wir grillen mal Würstchen. Da komme ich, bekomme ich Koch-XP, also Kocherfahrung. Oh Gott, ja. Aber ich habe ja in allem schon eigentlich Maximum, deshalb, ich spiele das nur zum Spaß. Und da steht einer, ein Koch mit einem Rettungsring. Meinen die das jetzt ernst? Ein Rettungsring? Oh mein Gott. Okay, aber ich koche Würstchen. Das ist doch schon mal was. Da fühle ich mich fast wie zu Hause. Sorry, aber das ist einfach genial. Und da ist noch einer, eine Lederhosen. Was kann ich hier machen? Ich kann Wolpertinger. Ich kann Wolpertinger zappen, was auch immer das bedeuten mag. Und der Wizard hier, der gibt mir irgendwas, wo ich die Wolpertinger mit. Na, das mache ich jetzt aber nicht. Ihr seid bestimmt total gespannt. Ich werde eine Umfrage hier erstellen und zwar jetzt rechts oben. Schaut mal das i. Wollt ihr mehr Spiele sehen? Aber das ist hier ein Bastelkanal, deshalb ist das wahrscheinlich total neben der Spur. Hier kann ich zum Beispiel schießen. Super geil. Immer das mache ich auch im wirklichen Leben. Also das ist zum Beispiel, hallo lieber Martin, das hörst du sowieso jetzt nicht. Du guckst dir meine Vlogtober-Videos, glaube ich, gar nicht an. Aber wenn du dir dieses Video anguckst, das ist ein Game-Skill und den kann ich auch im Real Life machen. Wenn du da mal Bock drauf hast, das ist Martin, ist ein YouTube-Kumpel von mir, ein lieber Freund. Und der macht Videos darüber, wie man Videospielaktivitäten auch im richtigen Leben machen kann. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel so ein Beispiel, so ein, ne? Tolles Beispiel, muss ich ehrlich sagen, weil jetzt kriege ich gerade Bogenschützen-Erfahrungspunkte. Ja, aber ich beende das jetzt mal hier. Das ist ein Experiment, weil ich liebe Experimente und Kreativität und Basteln hat ja auch was mit Experimentierfreudigkeit zu tun, gell? In diesem Sinne, das war mein Blogtober der 9., also am 9. Tag, aber ich habe einen ausgelassen, also ist das eigentlich erst das 8. Video, aber egal. Wir sind kreativ und zählen nicht mit. Und wenn es euch gefallen hat, dann stimmt ab, ja, ich will mehr Spiele sehen. Oder wenn ihr das doof fandet, dann stimmt ab, so Spiele finde ich doof. Wahrscheinlich ist mir das dann auch egal, aber eure Meinung ist mir wichtig. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns bald wieder. Ja, Moment. Wo ist Winken? Wave. Eure Bärbel, ich hab euch lieb. Nochmal. Ich hab euch lieb. Ich hab euch lieb. Ja, jetzt wird's langweilig, ne? Ich hab euch lieb. Und ich hab euch lieb ein letztes Mal. Und tschüss.